Ja, ich habe ein paar Mädler gestern den Vertrag unterschrieben. Heute schon das erste Spiel beim FCZ. Sicher eine spezielle Rückkehr gewesen, oder? Ja, es ist ein schönes Willkommensgeschenk vom FC Vaduz an mich. Natürlich extrem gefreut, jetzt gerade meine Ex-Kollegen oder immer noch Kollegen können spielen. Du bist vorhin in Aserbaidschan tätig gewesen. Hast du ein bisschen Heimweh gehabt oder hast du den Schweizer Fußball vermisst? Ja, am Anfang ist es eigentlich gut gewesen, hat mir eigentlich alles gepasst in Baku. Aber dann mit der Zeit sind dann Probleme gekommen und ja, da hat es mir immer weniger von gefallen. Und ja, dann ist das Heimweh natürlich noch dazu gekommen und dann habe ich mich entschieden, dass ich zurück will. Was sind das für Probleme gewesen, die du gesagt hast? Mit dem Trainer, weil zum einen bin ich natürlich in die dominikanische Nationalmannschaft eingerückt und das hat dem Trainer nicht gepasst gehabt und mit dem hat dann ein Problem angefangen, dann habe ich nicht mehr gespielt und dann bin ich auch unzufrieden geworden natürlich und ja, so haben wir uns dann auf Training geeinigt. Du bist jetzt zumindest bis im Sommer beim FC Vaduz. Was hast du für Ziele mit der Mannschaft und auch persönlich? Ja, wir wollen da etwas aufbauen. Wir haben eine junge Mannschaft. Wir haben eine Saison, also jetzt eine Rückrunde, wo wir etwas aufbauen wollen, um dann in der nächsten Saison angreifen können. Ganz klar unser Ziel. Giorgio Contini, 2-3 auswärts bei Zürich. Wie ist man zufrieden mit dem ersten Auftritt im neuen Jahr? Ja, grundsätzlich okay. Wir haben etwas Neues probiert. Wir haben alle mal 45 Minuten dabei. Ich denke, es hat ein paar sehr gute Sachen gehabt. Sicher ein paar Sachen, die auch der Müdigkeit geschuldet sind. Wir haben jetzt doch intensive Tage hinter uns und ja, es lässt sich sicher wieder auf das aufbauen. Der Heinz Barmettler hat jetzt sein Debüt gegeben. Was hat man von ihm für einen ersten Eindruck? Das, was wir gesehen haben, ist, dass er, wie gesagt, eine super Aggressionslösung hat, auch gute Pässe, gute Entscheidungen und dass er sich noch einmal integrieren muss, dass er die Mannschaft noch ein bisschen besser kennenlernen muss, sind wir uns bewusst und da werden wir, wie gesagt, in den nächsten Tagen arbeiten.